Schön geworden, oder? Ja. Bis auf diesen Hut, den finde ich irgendwie nicht so geil. Echt? Ich finde, der passt super. Ist ja cool, wie du damit umgehst. Ich meine, immerhin hat der Strickmops den einfach in die Broschüre geschmuggelt, ohne das mit dir abzusprechen. Ja, das war nicht in Ordnung. Das habe ich Martha auch gesagt, aber das Ergebnis stimmt. Ja, aber stört es dich denn gar nicht, dass sie sich über deine Anweisung hinweggesetzt hat? Ich meine, du bist immer noch ihre Chefin. Mein Daddy würde jemanden, der nicht spurt, sofort feuern. Was? Nein. Und schon gar nicht jemand, der so talentiert ist wie Martha. Das war doch nur ein Scherz. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich mache meine eigene Kollektion bei LCL. Und das auch noch mit der coolsten Designerin ever. Du, und heute bei der Präsentation, da lassen wir den Deckel einfach weg. Wie, du meinst den Hut? Also das halte ich für keine gute Idee. Wie jetzt? Naja, der ist doch jetzt schon in der Broschüre. Die Bloggerin hat ihn auch gesehen. Wenn wir jetzt noch mal den Look ändern, das ist kompletter Unsinn. Ja, aber ist doch meine Kollektion. Hey, ich weiß, wie das ist, wenn man sich eigentlich was ganz anderes vorgestellt hat, aber man muss einfach manchmal flexibel sein. The show must go on. Hey, wir schaffen das heute. Als Team. Deine Pelze, meine Entwürfe und die Accessoires von Martha. Und ich wette mit dir, die reichen Russinnen werden uns mit Vorbestellungen bombardieren. Und ich muss jetzt mal los zum Fitting. Bis gleich. Ciao. Tanja wird bestimmt wieder gesund. Ich habe genau gemerkt, dass es ihr nicht gut ging gestern Abend. Ich habe gedacht, sie hat getrunken. Das macht dir nicht so einen Kopf. Erst Mama, jetzt Tanja. Willst du heute freimachen? Nee, da mache ich mir nur noch mehr Sorgen. Die Arbeit wird mich ablenken. Komm, lass uns anfangen. Okay. Also, zum Glück war für die Sache keine große Presse geplant. Stich? Nein, gut, dass du da bist. Es gibt einiges zu tun. Na klar. Ich stehe total hinter dir. Die arme Tanja. Ja, würdest du vielleicht Tristan anrufen und das Catering absagen? Dann kümmere ich mich um die Bloggerin und würdest du die Models übernehmen? Ja. Also, so richtig cool ist das ja nicht, wenn wir es kurzfristig absagen. Ich meine, ich kenne mich damit nicht so aus, aber es ist schon krass, wenn die Leute erfahren, dass LCL gerade ohne Chefin ist. Ich meine, mir würde das auch nicht leicht fallen. Aber gerade, wo es dir doch immer so wichtig ist, dass wir professionell rüberkommen. Ja, du hast schon recht, das ist schon sehr kurzfristig. Also, ich kenne Tanja jetzt nicht so gut, aber sie ist doch eher der verspannte Typ. Ich meine, sie würde bestimmt nicht wollen, dass wegen ihr die Firma leidet. Ja, aber Tanja ist nicht da und ich möchte mich auch nicht gegen den Willen der Familie stellen. Ja, aber kümmerst du dich um das Catering, ja? Und hast du die Telefonnummer von der Bloggerin an dem Fach vorne? Ja. Bis dann. Alexa, was gibt es? Tanja ist kollabiert. Und deine politisch korrekte Familie will meine Pelzflüge canceln. Was dann? Bist du noch dran? Ich warte darauf, dass du mir sagst, was ich mit der Sache zu tun habe. Oder rufst du an wegen dem Catering? Nein. Ich brauche deine Hilfe, damit die Show wie geplant stattfindet. Ach ja, du willst ja meiner Familie alles wegnehmen. LCL, Königsbrunn, das Vermögen. Und ich soll dir dabei helfen, richtig? Ja. Erklär mir gerade noch mal, warum genau ich das tun sollte. Weil du die Gefahr liebst und weil deine Familie dich behandelt, als wärst du ein bisschen matschig in der Birne. Wenn du mich manipulieren willst, dann sei wenigstens ein bisschen kreativ dabei. Ach, Tristan, das Angebot steht doch. Arbeite mit mir und meinem Vater zusammen und du verdienst viel Geld und Anerkennung. Außerdem sind wir ein gutes Team. In jeder Beziehung. Ich werde mal wohlwollend darüber nachdenken. Zeit für einen kleinen Rückfall in die guten alten, schlechten Gewohnheiten. Frau Rotz. Ja, auf Wiederhören. Hey, 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 na, wenn das war nicht die Chef, die Designerin von LCL ist. Was machst denn du hier? Ja, ich hab das mit Tanja gehört und ich wollte mal hören, ob es irgendwas Neues gibt. Sag mal, ist bei dir alles klar?
Ja, mir geht's gut. Was, hast du getrunken? Quatsch. Natürlich, ich riech's doch. Du stinkst wie ein ganzer Schnapsladen, Mann. Oh, vielleicht klitzeklein zum Mittag. Was ist los, Tristan? Alles okay. Ich hol einfach mal vorbeischauen und gucken, wie es meiner kleinen Schwester so geht. Sag mal, wir haben hier wirklich heute einen harten Tag vor uns und dir fällt nichts Besseres ein, als dich volllaufen zu lassen? Was heißt hier volllaufen lassen? Ich habe alles im Griff. Ja, und warum bist du dann hier und nicht im No Limits? Nein, weil ich will euch helfen und es brennt doch alles hier und da dachte ich. Da dachtest du, dass du in dem Zustand eine große Hilfe bist, hm? Ich bestelle dir jetzt einen Kaffee und du bleibst hier sitzen. Haben wir uns verstanden? Gut, wir können auch zusammen raus. Nein, du setzt keinen Schritt vor die Tür. Zu Befehl. Tschüss. Die alle anzurufen. Die Damen werden hier auflaufen und nicht gerade begeistert sein. Zum Glück gibt es in Düsseldorf genügend Alternativen für reiche Russinnen, ihr Geld loszuwerden. Alles in Ordnung, alles gut. Ist nichts passiert. Einfach weitermachen. Er hat nur Kaffee bekommen. Ich habe noch versucht, ihn aufzuhalten, aber... Kein Problem, ich kümmere mich drum. Ich muss leider auf Schloss Königsbrunn. Kümmerst du dich um die Gäste? Ja, klar. Nee. Hast du schon diese Bloggerin mit Rosi Bauerkamp erreicht? Ja, habe ich alles schon erledigt. Frag Marlene, ob sie den Models abgesagt hat. Mach dir mal keinen Stress. Kümmer du dich um deinen Bruder. Ich mache hier alles. Ja, danke. Meine Schwester. Ja. Also, wo gehen die zwei Hübschen denn jetzt noch hin? Ja, aufs Schloss. Du kommst jetzt mit. Keine Widerrede, ja? Alle mal herhören. Ich habe gerade erfahren, dass die Pelz-Preview jetzt doch stattfindet. Davon wusste ich ja noch gar nichts. Oh. Ich wusste gar nicht, dass bei LCR jede Entscheidung der Geschäftsführung mit der Empfangsdame abgeklärt wird. Das haben Sebastian und Rebecca gerade entschieden. Und wenn du mir nicht glaubst, kannst du sie anrufen. Quatsch. Ich habe mich nur gewundert, weißt du? Und deine Süße wird sich erst wundern. Ja, Leute, wir haben schon genug Zeit verloren. Rocken wir das Baby. Okay, ich glaube, es reicht. Es reicht erst, wenn ich es sage. Hey, das ist Folter, ja? Sowas ist... Du hast meinen Arbeitstag versaut. Ich will auch ein bisschen Spaß haben. Okay, ich bin nüchtern, ja? Mir geht's gut. Wir hören erst auf, wenn ich mir sicher bin, dass du keine Gefahr mehr bist. Für wen soll ich eine Gefahr sein? Für dich und alle anderen. Ich hab... Okay. Oh, danke, Justus. Das könnte ich einen Grog gebrauchen, aber lass es im Käfig. Tristan! Es war ein Scherz. Herzlich willkommen. Aber wenn die Preview jetzt doch statt. Weißt du was? Ich glaube, ich gehe lieber ein bisschen arbeiten. Diese Alexa, die kann ja gar nichts. Heiße Luft. Sag mal, ich dachte eigentlich, wir zeigen nicht so lange, dass Tanja so schlecht geht. Ja, dachte ich auch. Oh. Ja, Entschuldigung, aber ich kann nicht objektiv sein bei dieser Alexa. Ich kann die Tussi immer nicht ausstehen. Du musst dich bei mir nicht entschuldigen. Ich finde die auch ganz schön gruselig. Oh Gott, das ist echt nicht meine Party. Rosi! Toll, dass du es geschafft hast. Ich liebe deinen Fashion-Blog. Du hast wirklich die coolsten Looks. Den muss ich auch haben, einen Fehler, und ich bin weg. Have fun, darling. Herzlich willkommen zur Preview von Berg at LCL. Ich freue mich total, dass Sie es geschafft haben zu kommen, um einen Blick auf die ersten Modelle unserer Pelz-Kollektion zu werfen. Ja, schauen Sie sich um, lassen Sie sich verwöhnen. Unsere Models sind mitten unter uns, damit sie den Designs ganz nahe kommen können. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bei LCL für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Tja, leider wird dieser Tag heute
von einem ganz bedauerlichen Ereignis überschattet. Tanja von Lahnstein liegt nach einem Zusammenbruch im Krankenhaus. Das glaube ich jetzt nicht. Erheben wir unser Glas auf eine große Stilikone, ohne die dieses Event heute nicht möglich gewesen wäre. Wie lange sollen wir denn jetzt noch hier rumlaufen? Bis du mir versprichst, dass du heute die Finger vom Alkohol lässt. Frische Luft ist wichtig. Ich verspreche es hoch und heilig, okay? Kann ich dir vertrauen? Ja, das war einfach idiotisch von mir. Kein Problem. Ich muss jetzt aber zurück in die Firma. Hör mal, ich wollte mal mit dir sprechen. Also, über diese ganze Sache. Ja, ich würde auch gerne mit dir sprechen, aber ich habe Alexa und Marlene dort mit der ganzen Arbeit allein gelassen. Und also manchmal, da stehe ich zwischen diesen ganzen Flaschen und dann denke ich mir, na ja, gut, einen kannst du jetzt. Und dann wären es 5 oder 6. Und du weißt nicht mehr, was du tust. Keine Ahnung, was da mal passiert. Ich muss jetzt wirklich los. Alexa, was gibt's? Also, falls du dir Sorgen um mich machen solltest, Rebecca ist immer noch bei mir. Ich wollte mich nur bei dir bedanken. Das läuft ja alles wie am Schnürchen. Die Russinnen sind ganz aus dem Häuschen und die Modebloggerin auch. Wieso mehr Champagner? Ich dachte, die Pelzparty ist abgesagt. Das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Doch. Und ich fürchte, Rebecca ist gerade auf dem Weg zu dir. Du Idiot, warum? Ganz einfach, weil es so mehr Spaß macht. Ist schönes Pilz. Ja, und ist schöne Frau. Das hier. Ah, gut. Ja. Ja, das ist ein Martha Wolf Design. Ist sie immer noch da? Ja. Danke. Und ich glaube, den gefällt mein Hut. Nee, danke. Das heißt, ich muss mich bei dir bedanken. Ohne dich wäre dieser Hut wohl wahrscheinlich in irgendeiner Schublade versauert. Kommt Rebecca von Lahnstein. Wenn du also ein Interview mit uns beiden willst. Oh ja, gerne. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber eure Kollektion haut mich weg. Herzlichen Glückwunsch. Danke, das freut mich total. Kann ich dich mal bitte unter 4 Augen sprechen? Süße, da bist du ja endlich. Ein paar Worte zu den Schnitten, bitte. Klassisch, verspielt, bisschen unanständig. Lässt man die Pelze an im Bett? Ach, das überlasse ich der Trägerin. Ich bin so froh, dass diese Preview stattgefunden hat. Wirklich. Es ist ein Highlight dieser Saison. Ja, wir sind alle total besorgt wegen Tanja von Lahnstein. Aber wie Rebecca immer sagt, the show must go on. Ja, ich denke auch, dass Tanja nicht gewollt hätte, dass wir ihretwegen diese Preview absagen. Ist passiver. Ich freue mich total, dass dir die Pelze gefallen, Irina. Ich warte auf deine Bestellung. Ich hätte wissen müssen, dass da was faul ist. Vergiss das. Und im Endeffekt hat sie recht. Man so kurzfristig absagen, das ist echt unprofessionell. Trotzdem, jetzt weiß ich wenigstens, dass ich sie aus gutem Grund nicht mag. Das war ganz schön hintenrum. Ich glaube, ich muss Alexa in Zukunft ein bisschen mehr auf die Finger schauen. Sie ist jemand, die jede günstige Situation für sich ausnutzt. Mhm. Danke. Das war eine nette Vorstellung. Die Rolle liegt mir im Blut. Heißt das, ich kann ab jetzt auf dich zählen? Vielleicht. Auf dich, Tanja. Falls du zurückkommst, wird sich ja einiges verändert haben.